David, ich grüße dich. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist und dass das geklappt hat, dass wir hier stehen. Sehr gerne, sehr gerne. Das freut mich. Erzähl uns kurz, wer du bist. Ja. David, wissen wir jetzt. Ja, mein Name ist David Behre. Ich bin 32 Jahre alt und paralympischer Profisportler. Und kommst? Ich komme, bin geboren in Duisburg, 20 Jahre gelebt in Moers und wohne mittlerweile in Leverkusen. Und kommst eigentlich aus meiner Heimatstadt? Aus Moers. Aus Moers, ja, selbstverständlich. Ja, genau. Welthauptstadt. So ist es. Nur ein kleiner Umweg, kurz in Duisburg geboren worden. Und, ich auch. Okay. Guck mal. Und ja, Moers ist meine Heimatstadt und ich komme immer noch sehr, sehr gerne hierher, weil auch die engsten Freunde hier wohnen und natürlich die Familie. Und dann ist man immer noch im überschaubaren, sehr, sehr schönen Moers. Ist nett hier, ne? Total. Ja, und bei dem Wetter sowieso. Also ich komme auf jeden Fall auch nach dem Sport in Leverkusen, werde ich nicht wohnen bleiben. Ich will wieder Richtung Moers und gerade an den Niederrhein. Das ist geplant für die nächsten 3-4 Jahre. Ah, okay. Oder in den nächsten 3-4 Jahren. Eine gute Entscheidung. Ne? man findet dich jetzt nicht nur in Leverkusen oder in Moers, man findet dich auch online. Du hast eine eigene Webseite. Sag mal eben den Namen bitte. Genau, das ist www.david-behre.de. Und natürlich eine eigene Facebook-Seite habe ich auch, David Behre einfach eingeben. Da könnt ihr mich finden und verfolgen, was ich momentan mache und wie es sportlich weitergeht. Genau, da kommen wir gleich zu. Mhm. Erstmal müssen wir was anderes hören. Nämlich, du bist ja nicht als paralympischer Sportler geboren. Genau. Da war was anderes. Du hast eine Geschichte. Genau, also zum paralympischen Sportler wird man auch oft durch ein tragisches Ereignis. Und das war bei mir im Jahr 2007 so. Ich war damals 20 Jahre jung, war in der Ausbildung zum Fachinformatiker und stand eigentlich mitten im Leben. Und als junger Typ denkt man ja auch oft, mir gehört das Leben. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs hier in Moers. Nicht weit weg von hier. Nicht weit weg von hier, genau. Wollte über einen Bahnübergang fahren. Dann wäre ich beim Elternhaus gewesen. Die Schranken waren auf. Ja, die hätten geschlossen sein müssen. Und ich bin gerade übers erste Gleis gefahren. Da kam ein Zug von rechts, der hat mich erwischt. Mich und mein Fahrrad. Ich hing wohl noch 100 Meter ungefähr am Zug dran, bin abgerutscht, habe die Kraft verloren. Ich habe Gott sei Dank keine Bilder im Kopf, nur einen riesen Knall. Das war der Moment, als ich auf den Zug getroffen bin. Bin abgerutscht, der rechte Fuß ist unter das Lokrad gekommen. 20, 30 Meter weiter dann der linke und ich habe es irgendwie geschafft, in ein Dorngebüsch zu krabbeln. Der Zugführer hat nichts gemerkt, es gab auch keine Zeugen. Ich lag 3 Stunden mit abgetrennten Füßen an dem Bahndamm und in einem Art Schockkoma, Schockzustand. Bei Bewusstsein? Nee, bei halbem Bewusstsein. Ich habe noch vorbeifahrende Züge gehört, aber nichts weiter wahrgenommen. Mhm. Ich bin nach diesen 3 Stunden wach geworden, wollte aufstehen. Und habe gesehen, du kannst nicht aufstehen, habe an mir runtergeguckt, alles zerfetzt, alles voller Blut und die Füße haben gefehlt. Und ein Gedanke hat mich angetrieben, ich wollte damals meine Eltern nochmal sehen. Ich wollte nicht alleine an dem Bahndamm sterben. Und damit hast du gerechnet? Weil du sagst, nochmal sehen? Genau, ich wollte mich von denen verabschieden. Also ich habe damit gerechnet, dass ich sterbe und ich will alles dafür tun, um nicht alleine zu sterben. Und dann habe ich so viele Kräfte mobilisiert, bin diesen Bahndamm hochgerobbt und habe Häuser gesehen und ganz, ganz laut um Hilfe gerufen. Und das hat eine Anwohnerin, die Frau Melan, gehört, diese Hilfeschreie, kam zu mir geeilt, hat ihrem Mann Bescheid gesagt, er soll bitte schnellstmöglich die Rettungskräfte alarmieren und sie hat dann quasi die Erstversorgung gemacht und eine kurze Zeit später wurde ich auch nach Duisburg geflogen in die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik und da erstmal notoperiert und ins künstliche Koma gesetzt worden oder versetzt worden. Mit dem Ergebnis? Mit dem Ergebnis, dass die mein Leben retten konnten. Also die Ärzte haben mir im Nachgang gesagt, dass ich eigentlich zu 99% hätte tot sein müssen. Die kennen weltweit keinen vergleichbaren Fall. Ich bin einfach unglaublich froh, dass die mein Leben gerettet haben
und dass ich heute auch wieder ganz normal stehe mit ja, der zweiten Chance oder mit meinem zweiten Leben oder in meinem zweiten Leben. Also müssen wir uns vielleicht mal sagen, wir stehen, also ganz normal, ne? Genau. Wir stehen, also natürlich ist das als junger Mensch, wenn du deine Füße verlierst, ist es ein ganz, ganz, ganz weiter und schwieriger Weg. Hattest du nicht auch noch gedacht, die sammeln wir wieder ein und ja, das ist werden ja, die wieder dran? Das war tatsächlich so. Also jeder kennt ja Dr. House und die Sendung, die Medizinsendung, also Ärzte-Serien, die es da gibt oder auch zur damaligen Zeit vor 11 Jahren schon gab. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man die Füße auch dran nähen. Und das habe ich der Anwohnerin, der Frau Melan, gesagt, sie soll bitte Eistüten holen und die Füße suchen. Also so rational habe ich funktioniert. Total. Ich hatte auch zum Zeitpunkt des Unfalls überhaupt gar keine Schmerzen. Ich wurde wach und hatte null Schmerzen. Da sieht man mal, was unser Körper ist imstande ist zu leisten in solchen Extremsituationen, ja. Den Körper mit so viel Adrenalin zu versorgen, dass er funktionieren kann. Ja. Und das hat mich auch überleben lassen. Ja. Natürlich, die hat auch einen Fuß gefunden, aber ein Lockrad hat, weiß ich nicht wie viel Durchmesser, aber 10 cm Durchmesser. Also die waren zermalmt. Ne? Also da war nichts mehr zu machen. Es war organischer Schrott. Das kannst du so ohne Gefühle so aussprechen? Das kann ich ohne Gefühle so aussprechen, weil ich viel auch damals schon über den Unfall gesprochen habe. Und er gehört zu meinem Leben, er hat mein Leben beeinflusst. Ja, und ja, sehr krass. Stehe ich sehr, sehr positiv auch mit dieser Geschichte da. Und da bin ich auch froh, dass ich viel, viel positive Dinge weitertragen kann. Und dazu bist du ja auch hier. Ne? Es geht ja um Motivation. Genau. Und darum, dass wir Menschen motivieren wollen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes bei dir. Ne? Die Menschen fallen hin und stehen wieder auf. Ja, genau. So tragisch das jetzt tatsächlich auch bei dir ist. Ja, das ist immer dieses Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Genau. Ja. Das ist so wichtig. Und es gibt so viel. Es gibt, glaube ich, im Leben keinen Menschen, der diesen gerade Ausweg genommen hat. Das geht immer über Umwege rechts und links vorbei. Man darf sich aber nie vom Ziel abbringen lassen, das, was man erreichen will. Und glaubst du auch daran, dass das alles irgendwie vielleicht sogar einen Sinn hat? Dass da vielleicht was hintersteckt, dass das einen Grund hat? An Fügung, nennen wir es Fügung. Ja, ja, glaub ich schon. Also ich glaube, ich sollte an diesem Septembermorgen nicht sterben und es gab noch eine Aufgabe für mich und die Aufgabe war nicht mehr in mein altes Leben zurückzugehen, sondern Sport zu treiben. Ich habe damals im Krankenhaus eine Dokumentation über Oscar Pistorius gesehen. Das ist ein südafrikanischer Sprinter. Man kennt ihn, ja, auch jetzt auf tragische Art und Weise. Er hatte einen riesen Fehltritt in seinem Leben. 2013 hat er, man weiß nicht genau, was da passiert ist, seine Freundin erschossen, wurde zum Morde verurteilt und sitzt jetzt in Südafrika im Knast. Mhm. 2007 war mein Unfall. Damals war er meine Inspirationsfigur aus sportlicher Sicht, weil er hat als Kind beide Füße amputiert bekommen. Er kennt eigentlich nichts anderes, ne? Glaube ich. Er kennt nichts anderes. Er kennt dieses mit den Prothesen laufen. Und 2007 habe ich eine Reportage gesehen. Damals ging es darum, ob er als Behinderter mit zwei Prothesen bei den Olympischen Spielen starten darf. Und in diesem Beitrag war zu sehen, dass er ganz normale Athleten über 200 Meter schlägt. Er hat diesen Lauf gewonnen mit diesen Prothesen. Das war eine Woche nach dem Unfall. Und dieser Beitrag hat mich so motiviert und inspiriert, dass ich gesagt habe, krass, das Leben endet nicht hier in einem Rollstuhl. Ich bin nichts mehr wert. Ja? Das Leben stagniert, sondern es gibt so einen Menschen, der das auch geschafft hat. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Beispiele für uns zu haben, Vorbilder zu haben, genau. Die es geschafft haben, an denen man sich hochziehen kann. Und das war dieser Pistorius aus sportlicher Sicht für mich. Mhm. Weil er hat es geschafft, warum soll ich das nicht auch können und schaffen? Ich bin natürlich dann vielen Leuten, Entschuldigung jetzt den Ausdruck, auf den Sack gegangen im Krankenhaus, weil ich einfach diese Prothesen jetzt schon haben wollte. Ja. Und ein bisschen dickköpfig, ne? Ein Dickschädel war ich schon immer recht gut, das weiß meine Mutter auch als im Kindesalter. Ne? Ich wollte auch immer alles sehr, sehr schnell haben, wenig Geduld. Ne?
Aber das musste ich lernen, dass ich viel, viel Geduld brauche. Ich lag insgesamt 3 Monate in der Klinik und musste quasi das Laufen auch im Krankenhaus komplett neu erlernen. Was nicht so einfach war. Ne? Was nicht so einfach war, als Kind geht man da sehr spielerisch dran. Man lernt das Laufen, man fällt hin. Ja. Man lernt aber Laufen durch Fallen. Man lernt Laufen durchs Fallen. Ja, aber es als ist, Kind? Genau. Also und bei dir? Bei mir war es so, ich hatte erstmal Angst vorm Laufen. Ja. Ich stand in so einem Gehbarren, ja, mit so Gehhilfen dann auch und wusste nicht, wie ich was ansteuern muss, welche Muskulatur gerade fürs Laufen zuständig ist. Das ist ja auch im Gehirn, ne? Es ist im Gehirn. Das Gehirn denkt ja, da ist ja noch was. Und als Kind lernen wir das nicht so. Wir gehen ja nicht so wissenschaftlich dran, wie funktioniert das Laufen, welche Muskeln brauche ich dafür. Nein, es ist spielerisch. Und das als Erwachsener geht es nicht mehr so. Da denkt man, oh, wenn ich jetzt hier nicht auf dem Unterschenkel stehe, dann falle ich hin. Und da hatte ich eine gute Physiotherapeutin, ja, die mir alles wirklich haargenau beigebracht hat. Und ich musste dieses Laufen, ja, dieses Laufbild komplett neu erlernen. Und programmieren dann eben im Kopf auch. Ne? Genau, genau. Das ging erstmal so weiter, dass ich gesagt habe, schieb die Hüfte vor, dann kommt der Oberschenkel mit, das Knie kommt mit und dann kannst du die Prothese auch quasi den Unterschenkel belasten. Aber auch da ist Vertrauen das A und O. Man braucht erstmal Vertrauen in den eigenen Körper und Vertrauen in die Person, die dir das gerade beibringt. Oh ja. Also man muss sich in die Hände begeben. Ne? Sich fallen lassen. Sich fallen lassen, ja. Das gehört auch dann da dazu. Und das ist auch wichtig, dass man sich fallen lassen kann. Und wenn nicht, muss man es lernen. Und wenn nicht, genau, genau, dann sollte man gucken, okay, ist die Person das auch, bei der man sich fallen lassen kann, ja, weil ansonsten bringt das Ganze nicht. Und ich wusste aber, ich will nach vorne und die Chemie hat gestimmt und bei dieser Physiotherapeutin, bei der Regina, kann ich mich fallen lassen. Mhm. Ja. Ja. Soweit erstmal die Geschichte. Ja, genau. Also da war die Lok, da war der Bahnübergang, der eben nicht zu war, nicht geschlossen genau. war, was alles gar nicht so hätte sein dürfen. Ja. Ist da jemand dann irgendwie mal verurteilt worden eigentlich oder so? Nein, nein, das ist zu Akten gegangen als tragischer Unfall, der nicht aufgeklärt werden kann. Normalerweise hat es keiner gesehen. Genau, genau. Normalerweise gab es auch damals so ein Kamerasystem, was das Ganze aufnimmt oder den Vorgang aufnimmt, was passiert am Bahnübergang, ist aber leider ausgefallen an diesem Tag. Ich habe es aber so. Es sollte nicht sein. Ich habe damit komplett abgeschlossen. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich hätte natürlich prozessieren können. Ne? Es wäre ein Zivilprozess gewesen. Gegen Bahn, also den Bahnübergang gehört der Deutschen Bahn und das wäre ein riesenlanger Prozess gewesen. Gutachten über Gutachten und das wollte ich nicht. Ich wollte Vollgas in meinem neuen Leben geben. Es kostet ja Kraft, ne? Es kostet unglaublich viel Kraft und es kostet 5, 6, 7 Jahre meines Lebens. Und Geld. Und Geld, genau. Das ist auch noch ein sehr guter Grund gewesen zu sagen, so, es ist mir jetzt Scheiße passiert, aber ich lasse das Ganze hinter mir, weil ich möchte Abstand gewinnen von diesem schlimmen Unfall, der mal passiert ist. Und ich möchte mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht, wieder mich ins Leben zurückkämpfen. Und das war das so retrospektiv war das auch die goldrichtige Entscheidung. Ja, und dann kam ja, irgendwie der Tag, wo es dann so nach vorne ging. Ne? Du hattest gesagt, du hast dann Oskar Pistorius über einen Bildschirm und so kennengelernt. Bevor wir da weitermachen, möchte ich nochmal einen Schritt zurückspringen. Du hattest damals ja ein anderes Leben. Also Sport war in dem Moment ja nicht der Mittelpunkt deines Lebens. Richtig, richtig. Erzähl mal, was hattest du da gemacht zu der Zeit, als der Unfall passiert ist? Ja, ich war in einer Ausbildung zum Fachinformatiker. Ja, also das war damals mein Traum. Ich habe vorher in dem Unternehmen, konnte ich reinschnuppern, habe erstmal als Hilfsarbeiter bei einem großen Bildungszentrum gearbeitet und war dann selbstständig, weil ich da so gute Arbeit geleistet habe als Subunternehmer. Und dann hat man gesagt, so David, willst du die Ausbildung bei uns im Betrieb machen als Fachinformatiker in der Richtung Systemintegration? Und habe ich gesagt, oh, sehr super gerne, weil ich will hier weiter wachsen in dem Unternehmen. Ja, und dann war ich eine Woche quasi in der Ausbildung. Da kam es zu dem Unfall. Ich habe erstmal
ein Jahr dann pausiert, ausgesetzt, mich ins Leben zurückgekämpft und dann quasi die Ausbildung von Neuem begonnen. Hab nach 2 Monaten gemerkt, dass das aber nicht mehr mein Leben ist. Und ich war einfach unglücklich. Unglücklich mit dem Leben, was ich geführt habe. Warum? Hast du das noch so in Erinnerung? Was hat dich da so unglücklich gemacht? Ja, es gab damals ein paar Veränderungen im Unternehmen. Da wurden ein paar... Also so die Rahmenbedingungen. Genau, die Rahmenbedingungen waren nicht mehr dieselben. Und es hat sich einfach in dem Moment nicht mehr richtig angefühlt, im Büro zu sitzen und in einen PC etwas reinzuhacken. Ja? Fehlte dir so der tiefere Sinn? Mir für dich persönlich? Mir, genau, mir hat der tiefere Sinn gefehlt. Und ich hatte einen Traum, ja, dann im Krankenhaus. Ich wollte zu den Paralympics 2012 nach London und dagegen Pistorius laufen. Verrückt, und das habe ich. Ja. Es war ein Ziel, was als viele haben es Luftschloss genannt, ganz ganz weit oben schwebt, ja. Aber das war mein Traum. Ich glaube... Hat man das nicht vielleicht noch darauf zurückgeführt, der Kerl steht unter Medikamenten, der halluziniert irgendwie vor sich her? Ja, zuerst haben manche schon gesagt, okay, das wird wohl so sein, aber dann habe ich aber auch nicht abgelassen von diesem Traum, auch als die Medikamente damals dann auch ein bisschen so ausgeschlichen haben. Die haben gemerkt, oh, der meint es ernst. Die haben gemerkt, er meint das ernst. Mhm. Und ich hatte viele, viele Leute, die hinter mir gestanden haben. Ich hatte ein super Umfeld, Familie und Freunde. Mhm. Ich wurde irgendwie noch 21 in der Klinik. Und wir haben mit 80 Menschen, also 80 Leute, haben mit mir meinen Geburtstag gefeiert. Und so viel Rückhalt und Background zu erfahren, hat mich einfach extrem stark durch die Zeit gehen lassen und auch gesagt, so, ich tue das auch für euch. Ich will was im Leben erreichen, weil ihr alle für mich da wart. Und ich will im Sport erfolgreich sein, um zu sehen, okay, ihr hättet mich auf dem Friedhof besuchen können, eigentlich müssen, aber jetzt könnt ihr mich bald im Fernsehen sehen, bei den Paralympics oder bei einer WM oder bei irgendeiner Talkshow. Und da bin ich froh, dass ich die Menschen hatte, die mir einfach so viel Gutes gegeben haben. Und deshalb kam ich zurück erstmal in die Ausbildung und habe gesagt, nee, das ist nicht mehr meins. Mhm. Ich will was anderes machen. Und da habe ich gesagt, du musst dein Ziel zu 100% verfolgen. Und da habe ich gesagt, alles klar, ich setze alles auf die Karte Sport. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals zum Zeitpunkt des Unfalls eine Unfallversicherung. Ich war schon immer Adrenalin geliebt und meine Mutter hat eine Unfallversicherung ein paar Jahre vorher abgeschlossen. Da bin ich heute an dieser Stelle, sage ich immer, danke, danke Mama. Und die ist eingesprungen. Ich kriege jetzt eine monatliche Unfallrente und habe damals eine Soforthilfe bekommen. Also monetär wurde ich entschädigt. Und diese Versicherung hat mir das ermöglicht, auch erstmal mein neues Leben vorzufinanzieren. Sonst wäre es wahrscheinlich in der Form nicht machbar gewesen. Weil ich musste zum Beispiel meine ersten Prothesen vorfinanzieren. Da reden wir über 30.000 Euro und das ist eine Stange, ein Batzen Geld. Und da hat mir die Unfallversicherung extrem geholfen. Mit denen arbeitest du heute noch zusammen, ne? Genau, genau. Das ist die Ergo-Versicherung. Ich bin heute Unfallbotschafter des Unternehmens. Damals wurde ich, habe ich gesagt, monetär entschädigt. Und wir haben zusammen die Unfallversicherung ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt jetzt Assistenzleistung. Das heißt auch, man hat einen, was ich am wichtigsten finde, einen Reha-Manager zur Seite. Den kann man immer anrufen, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt so einem Unfall. Ne? Und jetzt hat man jemanden, der sich genau auskennt. Man wird sogar die ersten Prothesen, einen Rennrollstuhl bezahlt bekommen, Reha wäre drin, Einkaufshilfe, so ganz banal. Und das resultiert aus dieser Geschichte auch? Das resultiert aus meiner Geschichte, genau, genau. Also wir haben zusammen, ich mit der Unfallabteilung damals, mit dem Spartenchef der Unfallabteilung, der Ergo, haben wir zusammengearbeitet. Richtig, aber das ist... Ich habe mich auch abgeholt gefühlt, ja. Und in dem Moment, dass sie gesagt haben, David, was hättest du noch gebraucht? Da wusste ich, jetzt krass, ich kann jetzt wirklich was bewirken, weil Leute, die jetzt so einen Unfall haben und die Unfallversicherung haben, denen geht es deutlich einfacher. Denen wird viel auch abgenommen. Ich habe alles aus Eigeninitiative gemacht und das fällt vielen Menschen ja schwer, ja, weil wir viel vorgelebt bekommen, eigeninitiativ zu werden. Oh ja. Das ist einfach auch ein großes Problem.
Und da wird den Leuten einfach, sag ich mal, ein bisschen unter die Arme wird ihnen gegriffen, ja, und kriegen quasi Assistenz. Also hat deine Geschichte auch da ja eine positive Wirkung gehabt, ja, für andere. Genau, so kann man das sehen, ja. Okay, du hattest gerade schon dein Umfeld angesprochen. Mhm. Wie hat denn dein Umfeld eigentlich reagiert, als du dann irgendwann so gesagt hast, nein, ich mache das nicht mehr, und zwar auch so aus finanzieller Sicht, ne? Du sagtest, ja, ich habe da erstmal so eine Starthilfe bekommen, ja, und ich bekomme auch eine monatliche Unfallrente. Das ist ja aber dann auch mal weg, und dann auch ja, die Unfallrente, ja, die bleibt, aber damit kannst du nicht leben. So, dann ist gerade so ein Unfall, ja, passiert, ja, ich stelle mir das so gerade vor, ja, dass so ein Unfall ist passiert, und dann kommst du auch noch um die Ecke und sagst, so, jetzt erst recht und jetzt gehe ich ins volle Risiko. Damals konnte man nicht wissen, dass du von deinem Sport dann auch mal irgendwann finanziell leben kannst. Und das, richtig, Finanzielle ist ja gerade auch bei denen, die das jetzt ja sehen, ein ganz großes Ding. Ja? Die verlieren ganz viel, wenn sie ja, mit 30, mit 40, mit 50 einfach nochmal beruflich sich neu erfinden. Ja. Natürlich war es ein riskantes Vorhaben und auch ein Wagnis. Und also ein bisschen irre, oder? Ein bisschen irre, oder? Aber vielleicht war ich damals schon ein bisschen irre, ne? Also ich war schon immer sehr, sehr mutig, ja? Und ja, das brauchst du. Mutige Entscheidungen auch in meinem Leben schon getroffen und hatte meinen eigenen Kopf, ja? Aber das, auch da wieder das wichtigste Umfeld stand hinter mir, Familie und Freunde. Aber es sind viele Freunde von meinen Eltern, ja, zu meinen Eltern gegangen und haben gesagt, oh, Brigitte und Matthias, wie könnt ihr das zulassen, dass ein Sohn, ja, in Deutschland braucht man, jeder braucht eine Berufsausbildung, du brauchst ein Zertifikat, ja, ein Zeugnis, ja? Ja, ein Zeugnis, damit du was wirst, ja, und das wollt ihr dem, also er schmeißt sein Leben weg, ja, und meine Eltern, wir waren damals schon sehr, sehr ehrlich, immer zueinander, wir haben das ganz, ganz offen kommuniziert, ja, dass auch diese Nachfragen kamen, und diese Bedenken ist auch richtig so. Diese Bedenken sind ja auch normal. Ja. Gerade für Eltern, die auch Kinder haben und sagen, nee, eine Ausbildung, du musst eine aufbauende Ausbildung auf jeden Fall haben. Man kann ja noch was draufsetzen. Man kann ja sogar dann noch was draufsetzen. Aber erstmal so als Basis. Aber man sollte eine gute Basis haben. Ja. Die Leute denke haben, ich ja auch. Ja. Denke ich wahrscheinlich bei meinen eigenen Kindern, wenn ich irgendwann welche habe, auch, ja. Und so, wir brauchen eine gute Basis. Aber die Leute haben mich extrem angespornt, ja. So eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität hat sich eingestellt. Den Leuten zu zeigen, man muss mutig sein, man muss auch mal was riskieren. Die hätten ja auch recht haben können. Also wer sagt dir denn in dem Moment, dann geht das Ding auf? Dann hätte ich mir wahrscheinlich immer, weil das war meine Leidenschaft, ich wollte es unbedingt machen, hätte ich diesen Schritt, ja, dieses Wagnis nicht versucht. Es hätte scheitern können, aber dann hätte ich wenigstens, ich hätte mir nie in meinem Leben was vorgeworfen. Ich hätte niemals gesagt, hätte ich doch mal mit, ich war 21, ne, dann, als ich die Situation getroffen habe. Wie lange ist das jetzt her? Das ist 11 Jahre her. 11 Jahre, okay. 11 Jahre ist der Unfall her. Ich habe quasi vor 10 Jahren gesagt, ich gehe diesen Schritt. Ich war mit 21 noch relativ jung und habe immer Sport gemacht, ja, und ich wollte immer Profisportler werden. Ja. Ich habe angefangen oder bin seit dem 5. Lebensjahr Motocross gefahren. 11 Jahre lang. Also das habe ich ja gerade schon mal ein bisschen Adrenalin angeschnitten. Ja. Also das gibt kein Hobby mit mehr Adrenalin, glaube ich, oder wenige. Und Downhill fahren ist auch extrem. Habe ich damals auch viel gemacht. Ne. Gleichgewichtsschulung hat mir geholfen, aber es hätte mich nie so weit gebracht, mit dem Motocross-Sport Geld zu verdienen. Das war mein Traum in der Kindheit. Dann wurde ich auf brutalste Art und Weise aus einem funktionierenden Leben gerissen. Eine Tür ist vor meinen Augen zugegangen. In diesem Moment ist aber eine andere Tür aufgegangen. Das sagen alle. Ja. Den Spruch habe ich immer. Ja, der ist so wahr. Und ich bin einfach durch diese Tür gegangen und habe dieses Ziel verwirklicht. Und heute, ein paar Jahre danach, lebe ich von meinem Sport, ja, und bin so weit, dass ich sage, so wie das Leben gerade läuft, ich bin überglücklich. Ich würde die Beine nicht zurückhaben wollen, weil ich alles... Sag das nochmal.
Das ist unfassbar. Ich bin jetzt in der Situation, ich habe beide Füße verloren, aber ich bin überglücklich, bin super selbstbewusst und denke nicht an mein altes Leben zurück, weil einfach ich bin glücklich mit dem Leben, was ich führe und ich habe keine Einschränkungen. Ja, obwohl, da fällt mir, jetzt wird es ein bisschen kurz skurril, eine Sache geht nicht. Ja, ja ich weiß welche. Du weißt was. Ja. Bungee-Jumping wäre schlecht. So stark ist das Vakuum nicht, ja, in den Prothesen. Aber das brauche ich auch nicht. Ich habe genug schöne Bungee-Jumping ist relativ schlecht für den Körper, weil das unglaubliche Kräfte wirken auf einmal auf braucht uns. Braucht man auch gar nicht. Braucht man nicht, richtig. Nein, man wird doch ohne glücklich. Ich bin einfach glücklich. Ja. Mhm. Punkt. Das wäre fast schon ein Schlusswort. Aber so weit sind wir noch. Nee, so weit sind wir noch. Aber gab es einen Plan B? Also ich bin ein kritischer Mensch, vielleicht jetzt auch mal ein bisschen negativ denkend und ich stelle mir immer noch so diese Situation vor. Du da noch in der Reha im Krankenhaus, du nimmst dir was vor, alles ganz, ganz toll, hört sich ja alles prima an. In dem Moment weißt du nicht, dass der Plan aufgeht, heute weißt du das ja. In dem Moment wusstest du es eben nicht. Gab es einen Plan B? Es gab damals keinen Plan B, muss ich sagen. Das ist sehr, 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 sehr krass. Also ich hätte natürlich, damals war das, als ich so 13, 14, 15 war, war das mein Traum oder auch noch mit 18, 19 Informatiker zu werden. Ja? Also ich kannte mich relativ gut aus, konnte zu Fuß, also händisch HTML programmieren, konnte quasi... selbst Homepages erstellen, ja, und das können heute gibt es Baukästen. Ja. Da braucht man diesen ganzen oder diese ganze Basis nicht mehr, ja, des HTMLs und Java und all das, was es gibt. Ich hätte da zurückgehen können, aber wahrscheinlich mit einem reinen körperlich keine Notwendigkeit. Hättest du das machen können. Genau, das hätte ich wahrscheinlich dann auch gemacht, ja. Schweren Herzens. Ich weiß nicht, ob ich glücklich geworden wäre. Also es gab eigentlich keinen Plan B. Dieser Plan A musste funktionieren oder sollte funktionieren. Ich war aber auch extremst hartnäckig. Ja. Naja, ich bin ja gar nicht. Auch. Ich war brutal zu meinem Körper. Ja. Ich habe damals viele, viele Umfänge trainiert. Bin auch mit den Prothesen, auch mit den ersten Sportprothesen, die ich dann hatte, über Schmerzpunkte gegangen, die sind nicht gesund. Ja? Einfach weil ich wollte mir den Erfolg brutal erkämpfen. Das gab auch mal einen Rückschnitt und hätte fast die Karriere beendet, einfach weil ich viel zu dickköpfig war. Und da habe ich auch wieder von meinem neuen Umfeld Trainer, Ärzteteam, Physiotherapie und die Orthopädietechniker, also meine Prothesentechniker, die haben mir dann aufgezeigt, welcher der richtige Weg ist. Also auch da muss man wieder vertrauen und Vertrauen in die richtigen Leute finden. Aber das kann man schon übertragen auf die Menschen, mit denen ich oft arbeite. Mhm. Die müssen natürlich auch sehr, sehr zäh sein, die müssen über Schmerzpunkte drüber gehen, die sind sicherlich nicht so in der Art körperlich, wie du die jetzt hattest, ja, aber die machen auch was mit dir, die haben ja auch Schmerzen. Ja. So, und wenn man einfach so besessen ist von dem Ziel, und das merkt man ja, wenn du das so erzählst, du warst ja besessen. Ich war besessen. Ja, du warst wahrscheinlich krank vor Besessenheit. Ja. Aber das brauchst du auch, um einfach so weit zu kommen. Was wir noch gar nicht gesagt haben, wie weit bist du gekommen? Erzähl das doch mal. Ja, es ist so, dass ich mittlerweile jede Medaille, die man im paralympischen Sport gewinnen kann, habe ich gewonnen. Mein erfolgreichstes Jahr waren ganz klar die Paralympics 2016 in Rio, ja, mit 3 Medaillen, Gold, Silber und Bronze. Gold mit der 4x100 Meter Staffel, Silber über 400 Meter und Bronze über 200 Meter. Und das ist der Hammer. Das ist der Hammer, ja. Das ist der Hammer, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, es ist ein Traum. Also in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich so weit bin, dass ich mal da ganz, ganz weit oben stehe oder ganz oben stehe. Und da steckt aber sehr, sehr viel harte Arbeit drin. Ja, natürlich. Ich glaube, jeder... viele Niederschläge.
unglaublich viele Niederschläge. Mehr als Erfolge. Mehr Verletzungen, ja. Niederschläge. Aber das ist ja immer so, bei jedem erfolgreichen Menschen, auch die in der normalen Wirtschaft rumlaufen, die haben immer extrem viel investiert. Es gibt keinen CEO ja, von allen börsennotierten Konzernen, ja, die nicht hart dafür gearbeitet haben, unter anderem. Also jetzt einmal als Beispiel. Die haben auch ihr 15, 16 Stunden geknüppelt, mussten erstmal durch die harte Schule gehen und sich hinten anstellen und haben sich dann aber durchgeboxt. Und so war es bei mir im Sport auch. Ich habe mich durchgeboxt. Ich habe teilweise 6-7 Stunden am Tag trainiert. Ja, und habe mich dann einfach... Ein Vollzeitjob, eigentlich ähnlich, ne? Es ist ein Voll... Also es geht los, ich stehe um 8 Uhr auf, um 10 ist das erste Training, das heißt, eine gute Basis wird mir in einem guten Frühstück gelegt. Ne? Mhm. Ich muss ein bisschen vorher aufstehen, um halt den Körper auch so weit zu bringen, dass er dann schon Leistungen führen kann. Dann 2,5 Stunden Training, dann ist Mittagessen, ein bisschen ausruhen, Powernap ganz gerne mal und um 16 Uhr geht es weiter bis 18, 18.30 Uhr und dann ist noch eine halbe Stunde oder Stunde Physio. Um 20 Uhr bin ich dann zu Hause. Ne? Also das ist ein ganz normaler Arbeitstag. Ganz normaler Arbeitstag. Ja, genau. Ja, du hast die 3 Medaillen gewonnen und die sind schwer übrigens, ne? Die sind schwer, also die paralympischen Medaillen wiegen ein halbes Kilo. Ja. Also die Goldmedaille wiegt auch ein halbes Kilo, ist aber besteht nur aus 1% Gold. Also ich kann man dem Mythos entgegennehmen, dass es komplett aus Gold besteht. Also nein, es ist nicht so, aber es ist ja einfach auch der ideelle Wert, der dahinter steckt. Ja, dieser Moment, dass dir die Medaille um den Hals gehangen wird, der ist immer hier drin und das... Man zehrt extrem lange auch von so Ereignissen wie die Paralympics. Ja. Und das kenne ich nicht, aber ich glaube, es ist so. Das werde ich auch nie kennen. Es ist eine Sucht. Ja. Und die lässt einen, also so ein Zyklus, so ein olympischer oder paralympischer Zyklus ist 4 Jahre lang. 4 Jahre lässt mich das weiterkämpfen, um wieder die Paralympics oder an den Paralympics teilzunehmen und da erfolgreich zu sein. Weil es bei uns im paralympischen Sport so, da sind nicht immer bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft die Stadien komplett voll. Mhm. Das ist bei uns tatsächlich nur bei den Paralympics so, dass die Stadien voll sind. Dass da Stimmung ist, dass wir eine gewisse mediale Präsenz auch von den deutschen Fernsehanstalten bekommen. Mhm. Das ist quasi nur alle 4 Jahre. Und darauf arbeiten wir hin. Und es ist aber so, dass wir das in erster Linie für uns machen. Ne? Ja. Die Medaillen sind jetzt so das eine. Das ist jetzt messbar. Ja? Ja. Da hast du Gold, Silber, Bronze gewonnen und in der und der Zeit und so. Ja. Aber es gab ja dann tatsächlich den Moment in London, wo du gegen dein Vorbild gelaufen bist. Da hast du jetzt keine Medaille gewonnen. Aber da ist ja auch was so bei dir hier so im Herzen geblieben. Auf jeden Fall. Wie war denn das? Es war so, es war 2011 schon so, dass ich gegen Pistorius gelaufen bin in Neuseeland, in Christchurch. Und da bin ich auf dem Einlaufplatz zu ihm hin und habe gesagt, du Oscar, wegen dir... Hi, total schüchtern. wegen dir stehe ich hier. Ja. Ich habe damals eine Reportage gesehen im Krankenhaus und du hast mich motiviert, das ist auch diesen Sport zu machen. Ich freue mich jetzt einfach, gegen dich zu laufen. Und da wurde er nachdenklich und hat gesagt, David, freut mich. Also der Kante hatte mich auf dem Schirm auch, weil ich schon relativ schnell gelaufen bin davor. Freut ihn total. Er macht diesen Sport auch, um Leute zu motivieren. Ja, ihr habt eine Botschaft, ne? Genau. Mehr wahrscheinlich als jeder, ich will nicht sagen normale Sportler, ich sage gesunde Sportler. Ja. So, der bei der Olympiade antritt, der tut es wahrscheinlich in erster Linie für sich selber. Aber ihr habt auch eine Botschaft, ihr möchtet was so rübertragen, deshalb ist er ja heute auch hier. So ist es. Und ich wurde Zweiter hinter ihm im 400-Meter-Finale, dann habe Silber gewonnen. Und heute trage ich auch die Botschaft in die Welt. Ja. Ich besuche in Krankenhäusern, wenn es die Zeit zulässt, Schwerstverunfallte, gerade Amputierte, um denen zu zeigen, dass das Leben weitergeht. Zwischen diesem ganzen normalen Arbeitsalltag. Genau. Also mir ist sehr, sehr gutes Widerfahren im Leben. Ich lebe heute davon und für ein Leben ohne Einschränkungen. Und jetzt ist es an der Zeit, auch Dinge zurückzugeben. Mhm. Ja, und das mache ich unglaublich gerne. Sieht man. Das mache ich, glaube ich, fast, also
Das ist so wie eine Medaille zu gewinnen. Ja? Wenn du einen gebrochenen, gerade jungen Menschen im Krankenhausbett antreffst, ja? Ich komme da erstmal so mit einer langen Hose rein, man sieht mir nicht an, dass mir was fehlt. Und dann schon wieder einer aus der Theorie, ja? Habe ich keinen Bock drauf. Dann gehe ich raus, ziehe eine kurze Hose an und gehe wieder rein. Und dann ist das Gespräch direkt ein anderes, weil ein ganz, ganz ehrliches, ja? Mit viel Tränen auch verbunden, und aber dann so nach einer Stunde sind das auch Freudentränen, weil die einfach sehen, dass wenn der Kopf da mitspielt, also man muss natürlich wollen, ne? Und ich kann versuchen oder helfen, diese Flamme ans Lodern zu bringen, aber er muss da selbst auch noch viel für tun, aber er kann ein ganz, ganz normales Leben wieder führen, auch mit Amputation oder nach einem schweren Unfall. Und das gebe ich den Leuten mit, und danach bin ich auch aufgewühlt, und es gibt mir extrem viel zurück, einfach Motivation zu schenken, macht Spaß. Ja. Da kriege ich Gänsehaut, ne? Ja, wirklich. Ich bin gerade ein bisschen still. Das ist, ja, es tut gut. Und ich glaube auch, dass das wirklich, wirklich ankommt. Ich weiß, dass es wirklich ankommt. Also auch aus meiner etwas persönlicheren Geschichte, vom Hintergrund her, weiß ich, dass es ankommt. Wenn du heute zurückspulst, wenn die Zeit vor deinem Unfall, du hast deine Ausbildung da gerade angefangen, hast halt hinterher gemerkt, ey, da werde ich gar nicht mehr so glücklich, würdest du heute was anders machen? Oder wärst du heute vermutlich, hättest du die Ausbildung dann irgendwann fertig gemacht, wärst da wahrscheinlich eingestiegen, wärst übernommen worden und so weiter? Das wäre wahrscheinlich der Weg gewesen. Ja, ich kannte ja die andere Geschichte nicht, und ich hatte nicht diesen. Du hattest ja gar keinen Drang, was anderes zu tun. So ist es. Das In dem Moment. Das war damals meine Leidenschaft auch. Ja, der Computer, also gerade die Systemintegration in Richtung als Fachinformatiker. Ich hätte die Ausbildung wahrscheinlich ganz gut auch abgeschnitten und wäre heute in dem Unternehmen aufgestiegen, Systemadministrator. Ich hätte Auch sehr glücklich. Ne? Vielleicht, wer weiß. Vielleicht auch sehr, sehr glücklich. Aber ich hätte einen Bürojob. Also was komplett so anderes. Ich wollte gerade sagen, sehr konträr anders zu dem Leben, was ich heute führe. Sagst du, heute ist dein Beruf deine Berufung? Ich weiß, sehr, sehr hochgegriffen. Hast du deinen Traumjob gefunden, deine Passion vielleicht gefunden? Würdest du so weit gehen? Ja, definitiv. Also das ist mein Traumjob, den ich jetzt habe, also Profisportler zu sein, davon oder damit Geld zu verdienen. Ich bereise so viele, ich war auf jedem Kontinent mittlerweile durch den Sport, bin 4-5 Monate im Jahr komplett unterwegs. Ja. Und ich wollte damals, habe ich ja schon gesagt, Profisportler werden, und heute über diesen Umweg habe ich es geschafft. Und Motivation schenkt eigentlich, ne? Ist eigentlich doof. Ich halte auch sehr, sehr viele Motivationsvorträge in großen Unternehmen. Da geht es natürlich bezugnehmend mit meiner Geschichte, wie habe ich mich damals aufgebaut, motiviert. Einfach authentisch halt, ne? Das macht mir so viel Spaß. Ich rede einfach unglaublich gerne darüber. Ja? Also ich habe viel schlimme Dinge erlebt, aber die hat man hinter sich gelassen oder habe ich hinter mir gelassen, und jeder kann das. Und man muss nur sagen. Davon bist du überzeugt, jeder kann davon, das? Davon bin ich überzeugt. Da gehören gewisse Faktoren dazu. Ja. Also erstmal muss man Resilienzfaktoren, also die psychische Widerstandskraft in Phasen einer Krise zum Beispiel. Bei mir war das Umfeld, hat dazu gehört, was super gut positiv war. Opferrolle verlassen, das sind alle diese Schlüssel. Ne? Raus aus der Komfortzone. Man muss sich erstmal eingestehen, dass man ein Problem hat. Ja? Und die Probleme sind nicht so eklatant wie bei mir der Unfall war, ja? Aber das können auch kleine Probleme sein. Aber man muss sich jemandem öffnen, ne? Und drüber sprechen, ganz, ganz wichtig. Positiv drüber denken, neues Netzwerk aufbauen und nach vorne gucken, aber mit Lust nach vorne gucken. Und das habe ich damals auch gemacht. Im Krankenhaus habe ich angefangen zu träumen, und ich glaube auch für erwachsene Menschen ist es wichtig zu träumen. Ja? Von daher habe ich mir damals gesagt, dieses Riesenziel, Paralympics 2012. Aber um dahin zu kommen, muss ich gewisse Etappenziele erreichen und erledigen. Jetzt war dieses Ziel
super hochgegriffen. Hätte ich dieses Ziel nicht geschafft, hätte ich aber trotzdem einige Etappen erledigt und geschafft und wäre schon weiter als damals, ja, vor dem Unfall oder als jemand sagt oder in dieser Position oder in dieser Situation ist, ich muss was ändern. Ja? Deshalb rate ich nur jedem dazu, sich hohe Ziele auszusuchen, sich Etappenziele, die erreichbar sind, ja, zu aufzuschreiben und die abzuarbeiten. Mhm. Auch wenn er dieses Riesenziel nicht für jeden, ja, ist es, die Ziele definiert jeder anders. Aber dann ist er schon ein ordentliches Stück weiter, wenn er gearbeitet hat an sich. Wir können immer an uns arbeiten und eigentlich ist das ganze Leben ist Arbeit. Ja. Und haben wir ja gerade schon mal darüber gesprochen, dieser Weg ist nicht hier der ganz normale. Ne? Wir gehen mal rechts lang vorbei, links vorbei. Dann sind kleine Krisen, habe ich heute auch noch. Die gehören aber einfach zum Leben dazu. Man sollte nicht sich zu weit zurückfallen lassen. Das Ziel nie verlieren und sich über Dinge zum Beispiel nicht, das können wir Deutsche relativ gut, über Dinge, Der Stau zum Beispiel, über Dinge, die wir nicht beeinflussen können und die nicht gerade zu ändern sind. Da können wir nichts machen. Und da ein Stau, schlechtes Wetter, wir stecken da drin. Das kostet so viel Energie und Kraft, kannst du was anderes sich nutzen? Damit zu befassen. Deshalb, es ist einfach so, Dinge auch mal hinzunehmen, die man nicht ändern kann. Und da bleibt sehr, sehr viel Energie übrig für die schönen Dinge und für das wahre Leben, wo es drauf ankommt. Jetzt stell dir vor, da ist jemand vielleicht, sagen wir mal, um die 40 und der ist in seinem Job total unglücklich und quält sich so jeden Tag dahin. Und ich kenne viele von denen, wirklich viele. Ja. Und die sagen, oh Gott, heute ist Montag, wie schrecklich, die ganze Woche liegt vor mir. Und die sagen dann als nächstes, heute ist ja schon Donnerstag, das ist der kleine Freitag und am Freitag kommt ja das Wochenende, endlich. Ja. So, die quälen sich zur Arbeit, die hadern mit dem Umfeld. Was sagst du denen? Ja, dass sie da raus müssen. Also kommt dann sofort das Argument, das ist ja meine finanzielle Existenz. Ja, aber das ist ja, man ist ja dann, weil man einen Job hat, trotzdem noch in dieser Komfortzone. Man ist aber unglücklich und wenn man unglücklich ist, dann ist es irgendwann so, dass es im Leben dann auch nicht mehr weitergeht, weil man auch, oder oft ist es so, das Umfeld vergraut, weil man schlechte Laune hat. Mhm. Ja. Deshalb, also auch da sollte man anhand Resilienzfaktoren, kann jeder nachschlagen. Das ist aufgebaut auf so, auf man sagt, glaube ich, 7 Säulen. Ja. Und da einfach zu gucken, wie weit ist man schon, ja, wenn man dieses zu Rate zieht. Und dann wirklich zu sagen, okay, man muss im Leben dann auch was riskieren, um zu ändern. Von alleine ändert sich nichts. Ja. Nee, ist das so? Leider ist, es wäre schön, wenn irgendwas von der Seite kommt, ach, du kriegst eine Beförderung, du hast nichts gemacht, dein Gesicht fällt mir einfach gerade. So ist es im Leben nicht. Ich bin dieses Risiko eingegangen und jeder kann dieses Risiko eingehen. Es sollte, Du bist dir bewusst, was du da sagst? Ich bin mir bewusst, was ich da sage, auf jeden Fall. Was bringt es, ein Leben zu führen, wo man unglücklich ist und wo man wirklich tatsächlich immer nur von Montag aufs Wochenende hinarbeitet, um da irgendwie frei zu haben und da die Dinge zu machen, auf die man Spaß hat? Der Job darf und sollte Spaß machen. Wenn wir mal von einem Vollzeitjob ausgehen, das ist die meiste Zeit, die du da verbringst. Ja, richtig. Auch ich, also bei mir geht es auch so, ich habe auch nicht Bock auf jede Trainingseinheit und ich stehe auf mit Rückenschmerzen. Ja. Ich habe jetzt auch 2 Jahre gehabt, da gab es nur Verletzungen mit einem doppelten Bandscheibenvorfall und mehreren Muskelfaserrissen. Das gehört einfach dann dazu. Ich arbeite trotzdem weiter. Ich habe dann halt ganz, ganz viel Stabi-Training gemacht. Es gibt dann andere... Das musst du übersetzen. Stabi-Training ist, ich hatte dann, Gott sei Dank, ich bin Profisportler, das heißt, ich hatte einen Trainer für mich. Wir haben hier nur quasi den Unterrücken und untere Bauchmuskulatur angesprochen. Diese kleinen Muskeln, die man nicht sieht. Die so gemein sind. Das macht keinen Spaß, aber ich habe tatsächlich 3 Stunden, 4 Monate lang jeden Tag Stabi-Training gemacht, um da gestärkt rauszugehen, um halt ohne Probleme jetzt wieder trainieren zu können. Und dieses Ganze hat 2 Jahre in Anspruch genommen.
Also ich kenne das, dass es mal nicht so läuft, ja, auch gerade mit dem Unfall. Das Leben habe ich mir anders vorgestellt. Ja, das war nicht der Plan, ne? Das war nicht der Plan und man muss einfach Dinge dann auch riskieren. Mut zum Risiko. Mut zum Risiko, ja. Wir haben über die Vergangenheit gesprochen. Ja. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Mhm. Ich weiß ja, was du da noch vorhast. Da kommt ja noch was. Ja. Erzähl. Ja, es ist so, also erstmal, ich habe so zwei Bausteine, Standbeine, Standprothesen. Und zwar einmal diese Motivationsvorträge, die mache ich super, super gerne. Das will ich noch weiter ausbauen, ja, weil ich glaube, viele Leute brauchen einfach nur einen kleinen Anschub. Ja. Das ist ja manchmal gar nicht so viel. Das muss ja nicht richtig sein. Ja. Viel, also ich habe natürlich eine ganz, ganz krasse Geschichte, aber viele relativieren dann für sich selber und sagen, krass, der hat das geschafft und ich jammer rum wegen kleinen... Wenn der das schafft, dann schaffe ich das Kleine doch auch, so ist es. Und das ist auch mit die Message, die ich einfach da oft mitgebe. Und da geht es darum, wie ich mich damals die Arschbacken zusammengekniffen habe und was aus meinem Leben gemacht habe und nicht zu sagen, okay, ich stagniere, ich stecke den Kopf irgendwie in den Sand, weil Leben ist doof. Da muss ich dem unterbrechen, ist ein Buch in Arbeit. Schon dein zweites zu diesem Thema auch, zum Thema Motivation, Resilienz. Genau, genau. Also ich ein bisschen was Psychologisches dieses Mal. Also ich schreibe ein neues Buch mit mehreren Journalisten und einem Team zusammen. Und da geht es darum, ja, wie ich mich damals wieder motiviert habe, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, anhand von Resilienzfaktoren. Mhm. Also da versuche ich es jedem irgendwie ein Werkzeug an die Hand zu geben, dass er daraus lernen kann, aus meiner Geschichte und sagen kann, okay, dieses Buch oder das hat mir was gebracht, das zu lesen, weil ich kann nicht alles verwenden, was der David, was bei ihm geklappt hat, aber ein paar Dinge sind schon interessant. Und jede Geschichte ist wieder anders. Genau, ne? Genau. Und da freue ich mich drauf. Das macht super viel Spaß, das gerade zusammenzuschreiben, weil ich auch viel nochmal selbst reflektiere. Ja. Und das ist ja auch immer sehr, sehr gut, wenn wir uns selbst reflektieren. Das machen viele, glaube ich, auch viel zu wenig. Und dann ist so der zweite große Baustein. Ich bin mittlerweile Gesellschafter bei einem Prothesenunternehmen. Es ist so, für einen Amputierten, der steuert in der Regel ein Sanitätshaus an, um eine Prothese zu bekommen. Hätte ich jetzt auch gedacht. Genau, das ist ein Vollsortimenter, das heißt, man bekommt jegliche Hilfsmittel, Prothesen, Rollstühle, Gehhilfen, Windeln, das ganze Programm, Riesenspektrum. Und bei uns bekommt man nur Arm- und Beinprothesen, das heißt, wir haben uns auf Prothesen spezialisiert. Liefern dann auch eine gute Qualität ab, ja, setzen uns ein bisschen ab von dem normalen Sanitätshaus. Und der Tom, der Gründer von APT, hat ein Franchise-System gegründet, hat 10 Filialen in Deutschland und hat aber vor 2 Jahren gesagt, okay, es muss ein anderes System her. Da hat er eine Holding gegründet und da gibt es jetzt mittlerweile auch 3 Filialen, an denen ich als Gesellschafter auch beteiligt bin. Und das ist auch mit die Hauptaufgabe nach Tokio 2020, wo ich dann die sportliche Karriere beende. Das Kapitel schließe ich, dieses Buch des Sports. Und dann will ich mich dem Thema widmen, weil für einen Amputierten heißt Prothese gleich Lebensqualität. Ist die Prothese besser, ist die Lebensqualität höher. Und wir wollen auch nicht auf Lebensqualität verzichten. Und deshalb engagiere ich mich da in dem Thema. Das ist mein Metier. Wir haben das große Glück, hier zu leben. Wir haben das große Glück, genau hier zu leben. Und wir haben die beste Medizin hier, die beste Versorgung in Deutschland. Und dieses Krankenkassensystem ist weltweit nicht so gut wie in Deutschland. Also das Gesundheitssystem ist hier tatsächlich das Beste der Welt, muss man sagen. Und jeder Amputierte hat die Möglichkeit, eine gute Prothese von der Kasse, Berufsgenossenschaft, ich nenne es jetzt mal Kostenträger, zu bekommen. Mhm. Und deshalb wollen wir auch unseren Teil prothesentechnisch dazu beitragen, dass es so ist. Du hattest gerade gesagt, Tokio ist dein
sportliches Ziel, ja, ja, nochmal. Genau. Tokio 2020. Vorher kommt noch was? Die WM? Vorher ist eine Weltmeisterschaft in Dubai im November 2019. Mhm. Das nehme ich als Durchgangsstation mit. Auch gut. Ja. Kann ich jetzt so von mir nicht so ganz behaupten? Ist das eine Durchgangsstation? Es ist, die Paralympics zählen über alles. Ja, und ja. Über allem. Ja. Die strahlen einfach. Die haben unglaublich viel Strahlkraft. Und im November ist die Weltmeisterschaft, im August dann schon darauf, das darauffolgende Jahr die, mhm, die Olympiade. Die Paralympischen Spiele, die genau. Wie sagt man das? Olympiade? Paralympics, ne? Ja. Genau, die Paralympics, genau. Paralympischen Spiele. Ja. Und es wären nur 9 Monate Vorbereitungszeit. Mhm. Und dieser Zeitraum ist zweimal richtig schnell zu laufen, zweimal topfit zu sein, ist relativ kurz. Und ich habe aber eine gute Erfahrung gemacht. 2015 war eine Weltmeisterschaft in Doha, ja, auch mhm, im Arabischen Emirat, in Katar. Da war ich noch nicht so wirklich richtig gut in Form, wurde da trotzdem zweimal Weltmeister und bin dann so zu den Paralympics gefahren, und da war ich deutlich fitter. Also ich kann mich darauf vorbereiten, und das hat schon mal geklappt. Und ich will da nochmal erfolgreich sein und dieses Kapitel dann echt auch zumachen. Und ich freue mich. Die Sucht auch nochmal spüren. Die Sucht auch nochmal spüren und eventuell aber auch ein bisschen mehr nach rechts und links gucken, weil das habe ich 2016 in Rio nicht gemacht. Ich war ein bisschen Land und Leute gucken? Genau, genau. Mal ein bisschen Spaß haben an dem, was man macht. Ja, es ist so. Ich habe eine Woche nur oder 10 Tage nur Wettkämpfe gemacht. Ich war dass der Körper überhaupt in der Lage ist, so Situationen, so Stress, das sind ja unglaubliche Stresssituationen. Ja. Jeden Tag irgendein Finale, einen Vorlauf zu haben und man schläft nicht gut, man isst nicht gut. Ja. Also das ist unglaublich krass für den Körper. Und da einfach zu gucken, das Ganze zu genießen. Natürlich habe ich Rio genossen durch den Erfolg, den ich hatte. Mhm. Ich wurde 30 da auch, mit Familie war da in Rio und Freunde. Ach, dort? Ja, dort. Auch cool. Es gibt eigentlich ja nichts Schöneres, als in Ipanema am Strand 30 zu werden. Ich habe aber nach einer Stunde gesagt... Schon der zweite schöne Geburtstag, von dem du jetzt gerade berichtest. Das stimmt. Also irgendwie hat das was. Ich habe aber der Familie und den Freunden vor den Kopf gestoßen und habe gesagt, ich fahre ins Dorf. Mhm. Am nächsten Tag ist der Vorlauf über 500 Meter. Ich kann keinen Geburtstag feiern. Ne? Also, muss halt Prioritäten setzen. Man, ne? Genau. Priorität war damals da, erfolgreich zu sein, und jetzt versuche ich, beides zu schaffen in Tokio, ja? Erfolgreich zu sein und auch ein bisschen das Ganze zu genießen, und wenn mir das gelingt, dann bin ich der glücklichste Mensch überhaupt. noch glücklicher als jetzt, genau. Ja. Wir drücken auf jeden Fall schon mal die Daumen, ja, und werden das auch auf dem Schirm haben. Schön. Ja, das werden wir tun. Hast du so abschließend vielleicht noch mal so einen Tipp so an die Menschen da draußen, so eine Botschaft, die du raushauen möchtest? Ja, ich finde den Spruch ganz gut. Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Und so Ausrufezeichen. Punkt. Ja, sagt doch alles. Ne? Fertig. Sagt alles. Magst du noch ein paar Satzergänzungen mit mir hier? Ja, ja, sehr, sehr gerne. Mit mir machen. Ja. Gutes Deutsch. Wäre ich heute noch mal 17... Dann würde ich nicht mit einer großen oder so großen Naivität durchs Leben gehen. Es ist ja tatsächlich so, als junger Erwachsener denkt man dann oft, mir fällt alles zu, ich muss nicht viel machen, ist ein bisschen, lässt sich auch viel einreden, ja, von etwas Älteren, mach das so und so und so und so. Und ich zähle mich, ich glaube, jeder hat da so die eigene Geschichte und kann ein bisschen ein paar Dinge dazu sagen. Und ich bin auch teilweise recht naiv durchs Leben gelaufen. Das ist auch schön, irgendwie ist das schön, genau. Also ich war da auch noch ein bisschen naiv. Ja, genau. Muss ich heute ja nicht mehr haben. Aber nee, so ist es. Aber da würde ich vielleicht schon, da würde ich dran arbeiten, schon mit 17 dran. Anderen rate ich das. Ja, die Träume zu verwirklichen und wirklich auch mal was zu riskieren im Leben, das rate ich. Seid mutig, ja. Lebt euren Traum. Kann man auch so stehen lassen. Ja, und als drittes, ich habe gelernt.
Ich habe viel, viel gelernt, aber so das Wichtigste, ich habe durch den Sport gelernt, geduldig zu sein. Ja, ich war ein unglaublicher, hibbeliger Mensch, der total ungeduldig war. Mhm. Und Erfolg kommt auch nicht auf einmal und kommt super schnell, sondern man muss geduldig sein und sich auch Zeit geben und dem Körper Zeit geben. Bei uns ist es so, ich habe erstmal 5 Jahre harte Winter trainieren müssen, um wirklich auch top in der Weltspitze mitzulaufen. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, langfristig denken, nicht übers Knie brechen und einfach Geduld haben. Also Geduld ist das, was ich gelernt habe durch den Sport. Unter anderem. Unter anderem, ja. 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 Dem ist doch eigentlich nichts hinzuzufügen, oder? Eine wunderbare Geschichte oder eine Geschichte, die wunderbar ausgeht. Ja. Und die ja noch nicht zu Ende ist. Die ist noch nicht zu Ende, genau, genau. Also ich hoffe, da kommt noch so einiges und auch, dass wir im mit dem anderen Job, mit dem ich dann durchstarten kann und dass ich erst noch mehr Menschen ermögliche, gute Prothesen zu haben. Und ich will weiterhin auch motivieren und als Motivator unterwegs sein. Und da freue ich mich natürlich auch schon, weil ich dann deutlich mehr Dinge noch annehmen kann, weil ich nicht an den Sport geknüpft oder gehangen bin. Ja. Dann hast du auf einmal ganz viel Zeit. Dann musst du erstmal wieder lernen, was du mit der Zeit machst. ich denke, da wird auch schon viel in meinem Leben passieren. Und es wird auch ein Fulltime-Job sein, APT weiter aufzubauen und die Motivationsvorträge, die sind ja auch noch ein riesengroßer Bestandteil und da werde ich auch viel, viel, viel Zeit haben. Ja, mach das bitte. Also die Welt braucht solche Menschen. Ja, schön. Ja, ja, vielen Dank. Wirklich, wirklich. Deshalb freue ich mich ja, dass du hier bist. Und man hat so wenig Berührungsängste. Ja, da ist so keine Scheu oder genau, wie spreche ich ihn an, sondern jeder dürfte wahrscheinlich einfach mal fühlen oder mal. Oder, das ist auch so bei Kindern, ne, stelle ich mir das auch ganz, ganz easy vor, ja, oder? Das ist auch so eine Botschaft, die ich mit raustrage. Also Hemmschwelle zu verlieren. Ja. Ja, es ist ja, gerade ist es so bei Kindern, die Eltern bauen irgendwann die Hemmschwellen bei den Kindern auf. Ja. Ja. Ich war damals ein ganz, ganz cooles Beispiel in einer Schule in Berlin und habe da vor Kindern einen kleinen Vortrag gehalten, habe sogar auch die Sprintprothesen beigehabt, habe die sogar mal angezogen, ne, und die haben mich gelöchert mit Fragen. Ja. Ich war 2,5 Stunden da, habe mir die Zeit dafür natürlich auch genommen. Und was ist danach passiert? Die Kinder sind zu ihren Eltern gegangen und haben erzählt von diesem Tag. Mhm. Und die Kinder haben bei den Eltern Hemmschwellen abgebaut. Mhm. Ja. Also dieser Weg mal andersrum. Mhm. Und ich bin ein ganz normaler Mensch, ich habe nur 2 Prothesen. Also da braucht man braucht diese Hemmschwelle. Was machst du im Sommer? Nötig. Kurze Hose? Ich bin mit kurzer Hose unterwegs. Ich gehe auch schwimmen mit meinen Prothesen. Das ist so, im Fuß ist dann immer das Wasser. Ich lege mich auf eine Liege und kippe erstmal den Fuß aus voller Wasser. Ne? Mhm. Die Leute gucken. Ja, das ist normal, dass ich würde auch gucken, weil es anders ist. Weil es anders ist. Es ist anders. Es ist nicht das Gucken, oh Gott, die gucken mich an, weil ich 2 Prothesen habe, sondern das ist nicht das Bild, was wir in der Gesellschaft kennen. Es ist anders. Logisch, klar. Und ich habe da nichts gegen. Ich lächle dann oft auch zurück. Ja, und dann, manche trauen sich dann auch die Frage, auch wie, was ist passiert? Und dann ich mal fragen, und du bist sportlich aus, was machst du so? Und ins Gespräch zu kommen. Ne? Nicht jeder Amputierte oder Behinderte mag fragen, aber man erkennt das ja relativ schnell, ja, ne? Also ob jemand empathisch darauf ist oder reagiert, und dann kann man die auch fragen, auch Gehandicapte, ganz klar. Mhm. Ja, ist ja keine Behinderung, ne? Ist ein Handicap, das ist was Handicap, anderes, genau. Aber ja. Prima, magst du noch was loswerden? Nee, ich freue mich erstmal für die Einladung. Ne? Freue ich. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt auch viel weitergegeben haben und da dass viele was davon mitnehmen können. Und ja, ich abschließend so sagen, traut euch. Und das war's. Ja, wunderbar. Prima, vielen, vielen Dank. Und sehr, sehr gerne. Alles Gute. Wünsche ich auch. Für den einberuflichen Weg und für den sportlichen Weg natürlich erstmal. Und wir werden das beobachten. Schön, das freut mich. Das natürlich. Für dich auch alles Gute und für euch auch alles Gute. Genau. Dankeschön. Perfekt. Gerne, gerne, gerne.